dem SV Werder Bremen, präsentiert von Marco auf Lübbecke und dem 1. FC Köln, präsentiert von Nibra. So, Sonntagmittag 12:30. Der Braten dürfte servieren bei Ihnen zu Hause. Und jetzt lade ich Sie ganz herzlich ein zum 6. Achtelfinale dieses Turniers. Der SV Werder Bremen trifft auf den 1. FC Köln. Freuen wir uns sehr drauf, auf diese Partie. Die Bremer so ein bisschen verschlafen, gestartet ins Turnier und jetzt mittlerweile komplett on fire. Tim Dietrich, 1-0 Werder Bremen. Also um das schnell zu Ende zu finden, sehen wir es nochmal. Quergelegt, mit links abgezogen, Ball im Tor. Also gegen Bielefeld 1-0 verloren, Frankfurt 2-0 verloren, Gladbach 5-1 weggefegt. 3-1 gegen Schalke gewonnen und jetzt die Führung gegen den 1. FC Köln. So, jetzt die Kölner, fast im Gegenzug. Kapitän, quergelegt, wunderbar, Torschütze. Finn Steinhöfel, Vorbereitung von Marvin Obus. Also, wenn das so weitergeht, bekommen wir eine muntere Viertelstunde. Die Kölner. 3-3 gegen Stuttgart, 1-2 gegen Leipzig, verloren gegen HSV, gab es ein 4-0 und heute Morgen gegen Wolfsburg 1-2. Also insgesamt auch die Kölner hier sehr gut unterwegs. Bremen jetzt wieder mit Hajo Kurt im Tor. Hier am Ball rotieren also auch den Torhüter durch. Weiter Ball. Jetzt ein bisschen Platz da. Für ein bisschen Papier, aber verliert dann das Duell. Vincent Friedsam, der Nationaltorhüter. Auf Seiten der Kölner. Das war klasse rumgedreht. Gut verteidigt noch. Ja, Ball etwas unsauber gespielt. Aber Köln bleibt am Ball. Und jetzt Freistoß für den SV Werder Bremen. Ah, schon gezählt. Gerade so, letzte Sekunde. Ausgeführt. Lasse Rosenbohm. Weiter Ball jetzt auf Abed Nankishi. Da ist Nankishi. Oh, fast das Eigentor. Alles gut. Friedsam hat den Ball. Gut verteidigt wieder. Drehung von Dieter Steinwedel. Wechsel jetzt auch beim 1. FC Köln. Und das ist der Ball an die Latte. Das hätte fast gepasst. Abpraller kommt aber nochmal. Und dann die Riesenmöglichkeit für Abed Nankishi. Tucken tiefer. Jetzt der Torwartversuch von Friedsam. Mario Kurt hat den Ball. Rosenbohm und Kurt im Zusammenspiel. Polat. Mika Polat. Der Ball wieder auf Nankishi. Das war gar nicht schlecht gemacht. Und dann der Ball ein bisschen mehr gegen die Bande aufkommen müssen. Dann hätte er einen guten Winkel gehabt. Ja, Ball anschießen, nicht anrollen. Ballbesitz.
für Werder Bremen. Boah. Ja, dann haben wir mal fair zurückgespielt den Ball. Intensive Duell hier an der Bande. Arm war drauf, deswegen Freistoß für die Kölner. Dann sehen wir die Bank der Bremer. Jetzt spielen sie es wieder aus. Jetzt der Schussversuch, geblockt von Rosenbohm. Wieder Rosenbohm. Hin und jetzt Mika Polat. Und das muss 2 Minuten geben. Und die wird es geben. Ah, da zittert der Köln von Neuer, kann nichts machen. 2 Minuten, korrekte Entscheidung. Hier sehen wir warum. Fast das Trikot ausgezogen. Polat wäre frei durch gewesen. So, Überzahl jetzt für die Bremer. Wie spielen sie es aus? Linke Seite über der Pickerbande. Jetzt der Treffer für Werder Bremen in Person von Tim Dietrich. Hier nochmal gespielt. Zwei-Eins-Führung. Köln durfte wieder auffüllen. Dann die Rettungstat auf der Linie von Tim Dietrich, den Torschützen vorne in allerhöchster Not. Da sehen wir es nochmal. Boah, den hat er gerade so mit dem Hinterkopf da rausgeköpft. Das war artistisch und sehr schwierig. Die Flugbahn noch quasi vor dem Ball stehend, den rauszuköpfen. Richtig gut gemacht. Da hat jemand eine gute Nackenmuskulatur, um das hinzubekommen. Jetzt die Bremer wieder im Angriff. Guter Schussversuch, Abpraller landet bei den Kölnern. Arm wieder drauf, Freistoß für die Bremer. Korrekte Entscheidung von Thomas Peters. Die Kölner, die ja den prominentesten Topscorer des Turniers stellen. Die Chance mussten wir noch gerade anschauen. Im Jahr 2001 Lukas Podolski. Er der beste Scorer hier im Turnier für die Kölner. Der Weltmeister. Aber noch andere prominente Namen waren hier. Dennis Epstein, Christian Clemens, Yannick Gebhardt war hier, Timo Horn, Mitchell Weiser für die Kölner hier gewesen. Also die Liste an prominenten Namen ist schon lang, aber auch Bremen kann sich da sehen lassen. Dennis Diekmeier war hier für die Bremer. Niklas Füllkrug, Timo Pertl, Kevin Schindler, Felix Wiedwald,
sie alle schon für Werder Bremen hier in Lübbecke. Auf der Platte gestanden. Nächster Schussversuch von Vincent Friedsam. Knappe 6 Minuten noch auf der Uhr in diesem 6. Achtelfinale. Köln braucht ein Tor. Versucht sich da Marvin Obus durchzuspielen. Die wollen weiterkommen. Friedsam. Friedsam wieder mit dem Schussversuch. Knapp. Anschlag auf Frank Bender, aber Erfahrung genug. Jetzt sehen wir mal, wie er sich da wegduckt. Oh, gute Reaktion. Frank Bender, der 49-jährige Trainer von Werder Bremen. Seit dem 01.01.2014 im Amt beim SV Werder. 4. Freeway Cup für ihn. Hier zusammen mit seinem Co-Trainer Daniel Brause. Nächster Schussversuch und dann ist es Hajo Kurt, der die Fingerspitzen hochbekommt, der jetzt schon wieder wach ist. So, nächster Ball. Ball war noch nicht frei, deswegen Wiederholung dieses Eckballs. Nächste Möglichkeit für die Kölner. Der Lupferversuch. Yusuf Örnek hat den Ball. Friedsam wieder. Schussversuch. Ja, sie fiebern mit. Sie wollen natürlich als Titelverteidiger unbedingt ins Viertelfinale und noch viel weiter. Nächste gute Möglichkeit für die Kölner. Die nähern sich jetzt an. Die kommen dem Tor langsam näher. Aber sie treffen nicht. Und die Bremer brauchen trotzdem jetzt mal wieder ein bisschen Befreiung. Vielleicht jetzt die Möglichkeit, nein, Ballverarbeitung von Tom Köppener nicht ideal. Jetzt muss er versuchen, den Ball wieder zu gewinnen. Das macht er ganz gut. Kurzer Kontakt gepfiffen. Oh, dann gab es fast hier Wechselfehler. Die Jungs wollten sofort weiterspielen. 3 Minuten noch auf der Uhr. Nächste Möglichkeit. Hajo Kurt ist da. Guter Abwurf. Aber dann doch der Druck und das Foulspiel. Zwei Minuten Zeitstrafe. Jetzt schauen wir nochmal drauf. Ja, Kian Hinte. Ganz ehrlich, ich hätte sie nicht gegeben. Ich glaube, man kann sie geben, aber ich hätte sie nicht gegeben. Weil es nicht so glasklar war wie vorhin. Es war im allerhöchsten Tempo. Es war keine Böswilligkeit zu erkennen. Es war, glaube ich, kein absichtliches Foul. Nicht taktischer Natur. Nichtsdestotrotz, Bremen muss die Führung jetzt in Unterzahl verteidigen. Aber solange man da Hajo Kurt im Tor stehen hat, können die auch noch einen von der Platte schicken, weil der hier momentan alles wegfängt, was ihm da an die Flossen kommt. So, nächster weiter Ball von Friedsam. Gut geklärt. Ballbesitz, 1. FC Köln. Nächste gute Möglichkeit und da ist der Ausgleich. Tim Lemperle, da war ein bisschen Glück im Spiel. Der Ball war eigentlich schon weg, dann geht der Abpraller da. Dahin. Da sehen wir es. Quasi Ping-Pong-Tor.
Ja, die Kölner haben da einen Fanblock auf der gegenüberliegenden Tribüne. Völlig eskaliert da eben bei dem Treffer zum 2-2. Ich meine, die Gruppe hat gestern noch die Mühlis so euphorisch angefeuert. Also, die haben hier mehrere Eisen im Feuer, wenn es um den Titel geht. Nächste große Chance für die Kölner. Boah. Ja, die peitscht jetzt immer nach vorne. 2-2. Das steht auf Messerschneide hier. Wer kommt weiter? Werder Bremen oder Köln? Die Bremer schaffen zu wenig Entlastung. Die Bälle sind zu schnell weg. Das ist das große Problem vom SV Werder momentan. Sie haben die Qualität, sie haben auch den Anspruch. Da gibt es das nächste Foulspiel, sagt Thomas Peters. 9 Meter. Und damit liegt er richtig. Da haben wir den Fanblock hier völlig am Eskalieren. Wenn die gleich ein Tor schießen, dann drehen die komplett am Rad. So. Dennis. Ah, wer tritt da an? Ah, da haben wir es. Joshua Schwierten. Scheitert natürlich an Ayo Kurt. Weil der alles hält, was er halten kann. Und auch das, was er nicht halten kann. Überragend hier, der Bremer Keeper. Ball geklärt. Hoch und weit. Bringt Sicherheit. So, Köln drückt. Köln will das Ding jetzt hier in der regulären Spielzeit beenden. Grätsche gefallen, deswegen Freistoß für die Kölner. Spannung hier in den letzten 20 Sekunden dieser Partie. Also Mützel an der Bande. Sie müssen ihn nochmal befreien. Abschluss. Der Treffer. Der Treffer. Sebastian Papalia. Mit ganz vielen Emotionen. Und wir haben noch 9 Sekunden auf der Uhr. Der weite Ball geht rüber. 6 Sekunden. Uhr ist angehalten. 5 Sekunden. Hier die Uhr läuft weiter. Das ist falsch. Da 4 Sekunden, ja. 2 gehören dem Bremer eigentlich noch. Aber vielleicht werden hier nicht mehr Spiele entscheiden. So, Ball weit weggeschlagen. Das dürfte es gewesen sein. Der erste FC Köln steht last minute oder last second im Viertelfinale des Turniers. Und wir verabschieden uns von einer tollen Bremer Mannschaft, die auch mehr verdient gehabt hätten. Aber Köln hat das hier mit Mentalität gelöst. Glückwunsch ins Rheinland an den ersten FC Köln.